Lass mal mit dem Kätzchen kuscheln hier. Nein. Hallo, achso, die Katze. Hallo, Mitzi. Das Auto heißt jetzt hier mehrere Kätzchen, ne? Das ist meine Katze. Hallöchen, Leute. Hier sind wir wieder. Oh, ich klatsche mal, ne? Exi ist auf der Suche nach einem Kackekäfer. Oh. Wieso knurrt er mich an? Oh, genau im richtigen Moment. Oh, guck mal, der hat Mag nur mich. Okay. Oh, guck mal. Er mag nur dich. Hab's gemerkt. Den Pup in der Kiste. Ja. Jo, wo haben wir's denn? Was wir jetzt machen, sind Betten bauen. Mariette, du machst dann auch das Katzenklo sauber, ne? Ist klar. Das nächste Mal. Also ihr wollt ein Stockbett, habe ich jetzt so richtig verstanden, ne? Er kriegt ein Stockbett, ich krieg ein Kingsize. Nein. Was? Nein. Beide ein Stockbett. So. Was? Das hast du nur davon. Was hast du jetzt davon? Toll. Ja. Jetzt kriegst du auch eins, Hedda. Super. Ja, ihr seid beide jetzt im Stockbett. Fertig. Nein. Das ist ein eigenes. Was willst du jetzt? Wo ich ein eigenes Bett krieg. Können wir zwei nicht in einem schlafen? Das geht nicht. Ja, nur wenn immer du bei mir bist. Ja, das passt schon. Super. Also. Ja, bei Exi musst du aufpassen, da stoppt dir dann manchmal Sachen in die Taschen rein. Was? Niemals würde er das tun, ne? Nur wenn vorher gewisse Umstände eingetreten sind, die eine solche Maßnahme voraussetzen. Also immer. Will ich jetzt genau wissen, von was ihr genau redet, oder? Er hat mir die Taschen voller Steine gepackt und meinte, ich kann nicht aufstehen. Und wenn du dann zu schwer bist, kannst du dich nicht bewegen. Könnte man jetzt du sagst dann, du sagst dann einfach guten Morgen Welt und dann kommst du nicht vor Flecke. Also es ist so eine andere Art, wie zu sagen, ich hab euch lieb. Oh, es passt ein gewisser nicht. Herr hat das vorher auch schon getan. Also ich muss sagen, dass das Doppelstockbett einfach nicht passt. Okay. Da wird sich jemand auf jeden Fall immer den Schädel anstoßen hier. Toll, Hedda. Danke. Ja, ne? Super. Das ist toll gemacht. Du da wolltest. Ich hätte sonst so ein schönes gekriegt. Warte mal, vielleicht wenn ich das ein bisschen weiter hier in die Mitte mache. Vielleicht wird es dann was. So. Und dann das da oben drauf. Ha, jetzt weiter. Einer wird sich auf jeden Fall den Kopf stoßen. Guck mal mit, hier oben, da hinten wird unser Schlafzimmer. Wir haben natürlich das schönere Bett. Du kannst jetzt hier ja, klar. Mit E halten, kannst du jetzt auch noch auswählen, wie es unser Bett aussehen soll. Da hast du die orangenen Sachen wie Pinable. Viel Spaß. Pineapple. So, also will ich mal kurz gucken, wie das aussieht. Sollen wir Steingeländer machen oder Holzgeländer? Oh. Ich glaube, man macht Steingeländer. Das sieht gut aus. Wer landet hier auf dem Dach? Keine Antwort ist auch eine Antwort, ne? Ich weiß auch nicht, was Exi schon wieder macht. Ich bin jetzt 1700 Meter vom nächsten Dungeon entfernt. Immer noch? Nein, schon ja, wieder. Kommt ja nicht vom Fleck, der Kerl. Es ist... Ja, wenn du die Höhleneingänge nicht kennst und die irgendwo in der Höhle sind, ist das ein bisschen unpassend. 86,5, 97,8. Marietta, guck mal. Oh ja! Schön. Dankeschön. Aber unten kriege ich die Farbe nicht geändert. Das ist blöde. Wer liegt denn unter dem Bett? Ist doch ein Doppelbett. Oh. Wer liegt oben? Wer liegt unten? Exi, oder? Ich dachte, Exi muss unten liegen. Wer liegt unten? Es kommt drauf an, wer oben liegt. Das ist mir echt relativ egal, ne? Dann bleibt ja nur noch einer, wenn wir jetzt das schöne Bett. Nee, ich nehme extra Bett, nicht mit Exi. Das wird nichts. Der klaut die Decke. Von unten nach oben. Ja, auch da.
Du schenkst mir nachher wieder Steine in die Hose. Ah, es ist herrlich mit euch, ehrlich. Schlafst du mal neben dem im Bett? Ihr habt ja noch gar nicht nebeneinander geschlafen. Ja, das ist auch gut so, weil der Kerl schnarcht. Das hast du selber letztens gesagt, Ele. Du kannst zurückspulen. Ja. Hm. Hör euch mal, der schnarcht, der Exi. Ja, aber lieblich. Ja. Ganz lieblich. Du kriegst es auch nicht geändert, gell? Nee. Da steht noch hier oben. Kannst du noch mal runternehmen? Was soll der Kack denn? Warte. Der wollte so einen Kackbeetle. Ja, aber da war gerade ein Bauplan für eine Flinte drin. Warte mal, kann man da... Warte, ich habe eine Idee. Ich glaube, das untere Bett kann ich vorher schon auswählen. Bett. Möbel. Betten. Ja. Oh. Warum muss ich denn schon wieder was essen? Das gibt's doch gar nicht. Verfressener Typ. Aufheben. So. Oh, hübsch. So, wenn Ele lacht, will ich nicht wissen, warum. Tja, ne? Nimmt wieder irgendwelche Schweinereien. Ihr dürft euch gleich angucken. Mhm. Das ist wie zu Weihnachten. Ich hab die kopiert. Jetzt kannst du gucken. Und dann sind es doch wieder Socken. Du wirst lachen, bei uns hängen Socken. Das ist herrlich. Aber schon wieder zu weit. Ach, ich hätte noch ein bisschen weiter nach rechts machen können. Ne? Na egal. Ich habe mal das Schwein angemacht. Also nicht Exi, sondern das Heilschwein. So, was haben wir denn da noch so an Möbelchen rum? Flatter. Aber der blaue sieht echt top aus. Marietta, hier, da wo ich stehe, da kannst du Möbel herstellen. Wo stehst denn du jetzt? Ach was, echt? Ah. Im Schlauch. Gefunden. Ja, auf dem Schlauch. Oh. Hier ist es. Wollt ihr ein großes Kamin-Dingens da haben? Ja, oder? Ja. Bei der Kälte hier, ja. Willst du den von hier draußen gleich nehmen? Dann haben wir dann drinnen einen. Nee, ich habe den anderen jetzt gebaut. Ding. Diesen Riesenteil da. Mhm. Gott, da ist zu groß. Da passt nicht rein. Was? Du hast so eine Hütte und da passt kein Kamin rein? Nein, da passt nicht rein. Warte. Zeig mal. Nee, da passt er nicht hin. Wo machst du nicht eine Kaminecke? Ja, warte, bin da gerade dabei. Na hier, guck mal. Warte. Boah, lass das. Ja, wir müssen ja dann noch dran vorbeikommen. Ja, okay, das geht. Boah. Im Übrigen, Hedda. Ja? Komm mal her. Hier oben. Hier ist euer Zimmer. Geil. Geil. Ich krieg diesen, was du da gebaut hast. Genau so habe ich es mir gedacht. Ja. Also genau das, was auch Exi denkt, ist passiert. Ja. Weißt du, was das Schlimme ist? Hm. Das gefällt dir? Ich will's wissen. Nein. Nein. Auch das klappt nicht mit dem Schlafen hier. Ja, bei mir aber auch nicht. Da schiebt es mich auch raus. Aber die Kamin ist doch, das ist doch wie angewurzelt. Ich meine, genau wie maßgeschneidert, ne? Warum habt ihr ein Kinderbett? Das ist so das Notbett, falls ihr euch wieder streitet. Mhm. Dann kann einer da hinten ins Notbett liegen. Da muss einer da hinten in der Ecke, ne? Ja. Wenn die Kinder sich streiten, ja. Wo ist denn da der Tisch? Ich suche Tisch. Holztisch, da ist doch. Womit haben wir das verdient? Exi, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. So geht das nicht weiter. Das weiß ich auch nicht, Exi, mit was du das verdient hast. Jetzt sind es nämlich schon zwei. Also, wieso sie Exi verdient, weiß ich auch nicht, aber es ist schon arg. So,
Und zwar mal hier noch eine kleine Tafel das, hin. Das sozusagen. Kannst du laut sagen, das ist schon richtig arg. Jetzt sind hier überall Dankwedel und ich finde die blöden Viecher nicht. Mal hier so eine kleine Tafel. Gibt es irgendwie so einen Korb, wo man ein bisschen was reintun kann, den man hier daneben stellen kann? Irgendwas Schönes? Findest du bestimmt, ne? Danke. Ja, bestimmt. Marietta, liegst du gerade auf dem Tisch? Echt? Ich komme. Was? Kaum liegt Marietta auf dem Tisch, sind alle hier. Ne? Oh. Ich bin ja kein Arzt, aber ich kann es mir mal angucken. Eine Stange. Das sieht aber echt mysteriös aus. Also wirklich? Ele, das hast du nie hingekriegt. Was habe ich nie hingekriegt? Das was machst da? Du da? Komm ich hoch? Ja, die Taste nochmal. Nein, nein, nein. Ich meine, ich bin ja jetzt gerade im Kriechen runter und gucken, ob ich auch wieder hoch kriechen kann. Und übrigens hast du den Socken vergessen. Du hast keine Socken an. Ein Vögelchen ist gleich fertig. Oh, was habe ich jetzt schon da getroffen? Das wird, kannst du den Namen aussuchen und kannst das Vögelchen, kannst du es, Oh, jetzt muss ich nochmal einen Namen. Ich habe doch schon zwei. Ja, du brauchst doch was zum Fliegen. Sind die ganze gute Namen schon weg? Dir fällt noch mehr ein. Da habe ich jetzt keine Bedenke. Also Minute 20 hast du noch. Für was baust du einen Namen? Vogel. Für einen Vogel. Für einen AG. Ich nenne ihn Vogel. Du kannst einen Agitator nennen, du kannst einen Agri nennen, du kannst einen Augustus. Du kannst auch mit B machen. Aginaut. Aginaut. Also Agentabis heißen die Original, wie das nennen willst du. Schwierig. Ja, dann nennen so. Was schwierig? Hm? Ja, geht auch. Also wie gesagt, du kannst. Ja, siehst du, die Namen, Exi, typisch. Du kannst natürlich sehen, welches von den beiden Eiern du dann haben möchtest. Das ist dann egal. Ist nicht gerade wirklich gerade, aber es geht. Oh, jetzt wird's schwer. Ich glaube, ich habe viel zu weit an der einen Seite gebaut. Es ist, glaube ich, nicht symmetrisch. Willst du den oder willst du noch warten, bis der andere kommt? Ich guck mal, was der andere ist. So. Den noch. Oh! Ah, nimm den anderen. Ich mach ja. Gut, dann nehmen wir den hier. Aber warum krieg ich den jetzt nicht? Ich krieg's nicht hin. Kommst du nicht hin, dass du das dann auf E drücken kannst? Ja. Geh mal mit dem einfach mal ein bisschen rüber. Ja. Oh, aber nicht bei. Gut. Hab. Schwierig. Was ist überhaupt Mist? Ich würde sagen, es ist ein Federvieh. Ja, aber männlich oder weiblich? Wenn du rüber gehst, siehst du, ob es eine rötliche oder lilane Schrift hat, beziehungsweise eine blaue. Das ist ein Weibchen. Was heißt? Frau Agetavis.
Oh, ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Scheiße. Magenta Wiener. Gar nicht mal so schlecht. Könnte von Ele sein. Was? Niemals. Das ist ja jetzt süß. Das brauchen wir nicht. Achso, ist ja bloß ein Sprachkanal hier, ne? Das brauchen wir auch nicht. Ein Textkanal. Jungs, ihr habt da viel zu viel Müll gesammelt hier. Überhaupt nicht. Natürlich. Ja, aber du mit deiner Deko, ne? Die Deko steht aber dann irgendwann. Ja, der Müll auch. Jetzt, viel zu viel, sagt jetzt er. Geht's. Ja. Mariella darf irgendwann mal noch antreten zum Haare schneiden. Oh ja. Haha. Ich hab noch gar keine. Haare? Vergiss den Bart nicht. Oh. Das sind die Augenbrauen. Und das geht. Je nachdem, was es gibt, wenn es so schöne Schnauze gibt, so. Gar nichts am Anfang. Da hättest du einen männlichen Charakter machen müssen. Nix. Damenbart. Ja, also kannst du vielleicht einen aus den Augenbrauen flechten, aber. Also, da wird es dann aus. Geht das gar nicht? Nee, beim weiblichen Charakter nicht. Also, du hast zwar zum Haareschneiden tatsächlich die Option Bart, aber das sind dann echt nur Augenbrauen. Alles Mobbing. Warum geht denn das nicht mehr? Verdammt. Ja. Was schmeißt du schon wieder weg? Ich schmeiß viel weg gerade hier. Das ist mir einfach wieder so. Das kommt weg und das. Exil braucht einen extra Schrank, so geht das nicht weiter. Ihr könnt gleich oben euren eigenen Schrank machen. Wenn da unten schon alles ausgeräumt ist, dann können wir oben nicht mehr gucken. Viel zu viel Müll. So, jetzt geht das. Aufheben. Aufheben und Flitz. In welche Ecke machen wir denn unsere Küche? Unten links, oder? Oder machen wir die hinten hin? Dort, und links Platz und ist. Rechts machen wir die Werkstatt, mehr oder minder. Links vom Kamin kommt die Küche. So, wo ist jetzt dieses komische Bild hin? So, darf ich vorstellen, ein neuer Vogel. Der ist im Textkanal, ist das Bild. Nein! Nein? Ich bin gleich wieder da. Im Textkanal. Okay, Baby darf mitkommen. Ja, Baby hat Ark alleine hinzugefügt. Der Name war eigentlich anders, darf mitkommen. Und dann auf einmal steht dann da, Baby darf mitkommen. Fand ich cool. Jetzt auch on board nennen können. Ich wusste ja nicht, dass da Baby davor kommt. Marietta, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Es startet.
Das war das Nein. Jetzt geht's los mit Umzug. Also, ja. Oh je. Blöde. Wir werden nichts mehr wiederfinden. Ach, Herr Ofen. Besonders, weil die Hälfte weg ist. Jo, kommt die Hälfte. Jetzt die Baupläne über irgendwelche Stromkabel, die braucht man nicht. Oh, jetzt hat's keiner gelernt, ne? Ich hab's gelernt. Ja. Siehst du, Exi, ne? Wir dürfen da wieder nicht dran rumfummeln am Stromkabel. Ja, ja. Ja. Wird ja auch böse enden wieder mal, ne? Ja, also wie immer. Passt doch. Oh, jetzt sehe ich nicht, wie ich das Ding setze. Scheiße. Ja, jetzt darfst du auch mit machen. Stromkabeln. Wenn du reinfällst und es noch Strom drauf macht, sind. Und Straßendunkel. Hast gelernt, Marietta, ja? Was? Sag nochmal, Exi. Kenn mich aus mit Stromkabeln. Wenn noch Strom drauf ist und reinfest machst. Und Straße dunkel. Lage, Straße. Ja, Lage. Wo? Lage. Sehe ich aber nichts. Och, jetzt komm schon. Wieso krieg ich das nicht hin? Ach, die Küche ist immer am schwierigsten zu bauen. Nö. Ja, eigentlich fehlt nur noch jemand, der essen mag. Feuerplatz rein, fertig. Ja, das ist männlich. Naja, und ein paar Stühle rundherum und einen Kühlschrank daneben. Passt. Das frische Steak rausnehmen, rein ins Feuer. Warten, fertig. Verbindungsfehler, ich mag das nicht. Echt jetzt? Also, stärker geflogen? Nein, ich liege irgendwo auf dem Fußboden vor dem Vogel. Der Kamin ist doof. Wieso ist der Kamin doof? Ja, genau. Oh! Genau deswegen ist er doof. Ich hab gedacht, ich hab dich gerade beobachtet und hab gedacht, du, keine Ahnung, verletzt dich gerade bedacht, weil du irgendwo eine Gegner hast oder so. Bist du oben reingesprungen? Hast du Weihnachtsmann gespielt? Nein, aber da ist eine Brücke drüber. Wenn du rüberläufst, verbrennst du auch. Ja. Eine Brücke? Das ist so. Warte. Vielleicht kriege ich den noch ein bisschen anders also, gesetzt. Lass mich raten, das hier ist euer schönes Schlafzimmer und das da drüben ist um das. Hey! Bin ich hier schon geschlagen? Schau mal, ob jetzt auch noch. Geht das so? Sehen. Lauf mal dran vorbei. Lauf schneller. Ja, nicht so nah dran, aber geht's so, dass man dran vorbeikommt. Also, geht doch. Was wollt ihr denn? Ja, stell dich mal hier hin. Dann stell ich mich jetzt gerade nicht. Da nicht oben brauchst du auch nicht hinstehen. Ja, aber da ist Exit. Da ist eine Rampe. Die Toilette ist draußen. Das ist keine Rampe. Nicht lange stehen bleiben. Weiter. Lass mich in Ruhe stottern. Daraus wurde mal ein Lied, ne? Da. Ja. Ja, siehst du, ich bin der Zeit hinterher. So, ein solches. Ein solches. Mal ein solches. Mimimi, ich will mitspielen. Du Villa. Ja, das hält dich auf. Ja. Ja, mein. Favorite Name ist halt schon für die Katze draufgegangen. Die Katze. Backwurst. Auch gut. Knackwurst oder was? Wie heißt das Teil jetzt? Backwurst. Kackwurst. Nein, Kack. Mit B, wie Bertha. Werden die schönen Namen so verschandelt, ne? Oder auf einmal aus einer Backwurst kacken bist. Wenn ich lache, dann zitter ich, dann kann ich nicht bauen. Das ist alles voll schräg, Mensch. Und Marietta machte ich erstmal vor Lachen in die Hose. Backwurst. Hanky.
Oh, Hanky. Ja, ist gerade genug, kann man so lassen. So, dann kommt hier in die Ecke, kommt das da. So. Und dann macht das dahin. Das hier dahin. Genau. Jetzt weiß ich. Wir wollten Ölpumpen machen. Hat Exi schon gemacht. Hat er sie aufgestellt? Mhm. Auch, ja. Wo hast du die aufgestellt? Bei den Ölquellen. Ihr zwei habt euch schon lieb, gell? Wo ist meine Keule? Wenn ich lach, kann ich nicht bauen. Hör auf jetzt. Mann. Wo ist meine Keule? Marietta, die ärgert. Ich möchte dir zeigen, wo eine ist. Ich kann dir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Bei dir gleich als Ohrring. Mann. Unglaublich. Ich geh mal gucken, was die Biber machen. Haut der einfach ab. Ja. Ich wollte dir nur eine Nackenpassage geben. Ja, du wolltest mich wieder mit dem Hammer massieren oder so, ne? Nein, mit dem Massierstab. Das klingt. Merkwürdig. Ja. Mit dem Massagestab. Aha. Leute, ich glaub, die Aufnahme soll eigentlich das nicht ab 18 sein, ne? Aber ich glaube, so langsam muss ich es ab 18 machen. Massagestäbe sind wohltuende kleine Teile, die man sich in den Nacken tun kann und die dann wohl in schnellen vibratischen Bewegungen Nacken massieren. Ja, massiere und vibriere tun die meiste. Naja. Also ich würde sagen, der Tag neigt sich dem Ende. Ja, auch zweckentfremdet. Bevor ich jetzt wieder warte, dass die Jungs hier auftauchen, ne? Ich bin extra zum Biberdamm gereist und habe